Ich hoffe, ihr seid alle bereit, um mit mir zusammen das Produkt Laminine zu entdecken. Und ich hoffe, ihr seid auch dazu bereit, das Geheimnis zur perfekten Gesundheit namens Laminine zu enthüllen. Was ist also Laminine? Laminine ist ein absolut sicheres, natürliches Nahrungsergänzungsmittel aufgrund einer einzigartigen firmeneigenen Rezeptur, fördert die Wiederherstellung zu einem Zustand der natürlichen Homöostase. Laminine ist made in den USA nach FDA und GMP-Richtlinien. FDA, was ist die FDA? FDA ist die Food and Drug Administration, sozusagen die regulierende Aufsichtsbehörde für Lebensmittel und Medikamente, und GMP, Good Manufacturing Practice, sind die herausgegebenen Richtlinien zur Herstellung und Verbreitung von Nahrungslebensmitteln und auch Medikamenten. Somit ist Laminine dann wohl wahrlich das perfekte Nahrungs- bzw. Nahrungsergänzungsmittel der Natur für mentale, physische und emotionale Gesundheit, und das alles auf natürliche Art. Um also Näheres über Laminine jetzt herauszufinden, woher kommt es, wer hat es entdeckt, was ist enthalten, ein kurzer Umriss zur Geschichte von Laminine. Die beträgt etwa 80 Jahre in der Entwicklung und hat begonnen im Jahre 1929 mit einem kanadischen Arzt, Dr. John R. Davidson. Und er hat in seiner Forschung, oder er deckte in seiner Forschung, das kraftvolle Extrakt eines befruchteten Hühnereis auf. Die Entdeckung stellte dabei die Gesundheit seiner Patienten wieder her, an denen er dann Laminine und seine Forschung testete, unter anderem auch Krebspatienten. Seine Forschung geriet allerdings und unglücklicherweise mit seinem Tod in 1943, also mitten im Zweiten Weltkrieg, dann in Vergessenheit. Niemand war daran interessiert, Forschung, Krebsforschung, Gesundheitsforschung voranzutreiben. War dann ungefähr 50 Jahre später, an dem ein norwegischer Arzt, Dr. Bjørnar Eskeland, die ursprünglich Forschung von Dr. Davidson wiederbelebte und diese auch noch einen Schritt weiter trieb. Dr. Eskeland ist Norwegens führender Experte im Forschungsbereich von Geflügeleiern. Er, wie gesagt, trieb die Forschung noch etwas voran und entwickelte dann Laminine. Laminine auch schon des Öfteren in den Medien, unter anderem im American Health Journal, im amerikanischen Fernsehen. Hier ein Link, der zu einem Video dessen führt, auf www.laminine.com. Einfach auf den Link im Video klicken und sich das Video anschauen. Das allerdings ist auch in englischer Sprache. Woraus besteht nun also Laminine? Dazu kurz, was hat man in der Forschung entdeckt, als man Laminine entwickelte? Es war genau am 9. Tag, als man in einem befruchteten Geflügelei, einem Hühnerei, alle für neues Leben notwendigen Inhaltsstoffe gefunden hat, sprich Aminosäuren, Mineralstoffe und Vitamine. Alle Inhaltsstoffe, die zur Entwicklung, Herstellung neuen Lebens, neuer Zellen in der höchsten Menge in diesem Hühnerei vorhanden waren. Und genau am 9. Tag hat man diese extrahiert, ein Hühnereiweißextrakt. Laminine ist demnach, oder sozusagen dann eine Synergie aus diesem Extrakt von einem befruchteten Hühnerei, hinzugefügt noch ein Fisch- und ein Pflanzenprotein, auch gewonnen auf natürliche Basis, so dass man alle 22 essentiellen und nicht essentiellen Aminosäuren in Laminine vorhanden hat, um dann im Körper alle notwendigen Formen von Eiweißen, Polypeptiden, Oligopeptide herzustellen. Ein weiterer wichtiger oder wahrscheinlich der wichtigste Bestandteil in dem Extrakt aus dem Hühnereiweiß ist Fibroblast Growth Factor, zu Deutsch Fibroblasten Wachstumsfaktor. Wir nennen es einfach kurz FGF, um uns nicht die Zunge abzubrechen. Wir wollen also kurz noch auf die Wichtigkeit von FGF eingehen. Was ist FGF? Nun, FGF ist auch eine Verkettung von verschiedenen Aminosäuren und bildet damit eine absolut lebenswichtige Komponente zur Unterstützung bei der Embryoentwicklung.
Im menschlichen Körper kommt FGF in konzentrierter Form nur zweimal vor und das im weiblichen menschlichen Körper. Zum einen bei der Entwicklung des Embryos in der Plazenta in hochkonzentrierter Form vorhanden und zum zweiten auch wiederum im weiblichen menschlichen Körper in der Muttermilch beim Stillen des Babys. FGF reprogrammiert adulte Stammzellen und Aminosäuren und leitet diese dorthin im Körper, wo sie am ehesten, am notwendigsten gebraucht werden, um neue gesunde Zellen zu formieren und kreieren. Oder einfacher dargestellt ist, verhält sich Laminein wie ein Architekt beim Bau einer Brücke oder eines Gebäudes. Der Architekt instruiert die Arbeiter, die Komponenten an die Baustelle tragen, er instruiert diese, wo die Komponenten am ehesten, am dringendsten gebraucht werden, um das Gebäude, die Brücke zu bauen. Oder auch gesagt, FGF ist hierbei die Software in unserem Produkt, die genau sagt, wo unsere Aminosäuren am ehesten benötigt werden, um neue Zellen zu kreieren oder zu reparieren. Was bedeutet das nun für euch, für uns alle als Konsumenten von Laminein? Was kann Laminein dabei für uns tun? Laminein ist somit ein natürliches Adaptogen, was der Herstellung eines Zustandes der Balance und der Normalisierung führt, hilft außerdem der Wiederherstellung, wie vorher schon angesprochen, des Körpers zu einem natürlichen Zustand der Homöostase, führt also zu einem Gleichgewicht aller Körperfunktionen. Welche Gesundheitsvorteile birgt Laminein? Wir hören sehr viele Erfahrungsberichte über Schlaf- und Hautverbesserung. Zum Thema Schlafverbesserung kann ich selbst einen Erfahrungsbericht geben. Aufgrund meiner vorherigen Tätigkeit, Schichtdienst, wirklich Nacht und durch alle Zeitzonen auf der Erde, war meine biologische Uhr ja gar nicht mehr vorhanden. Und von daher, länger als 2 Stunden Schlaf am Stück waren seit Jahren nicht mehr drin. Nach nur zwei oder drei Tagen der Einnahme von Laminein hatte ich zum ersten Mal seit Jahren wieder einen 6-stündigen Schlaf, 6 Stunden am Stück. Das war für mich wie ja, Paradies. Fördert also einen erholsameren, tieferen Schlaf und man wacht morgens voller Energie wieder auf. Man hat einen tieferen, besseren Schlaf und somit morgens viel mehr Energie, man will wieder aufwachen. Ich hatte zum ersten Mal die Erfahrung nach 6 Stunden, 7 Stunden Schlaf, ja, ich will aufstehen, ich will jetzt den Tag beginnen. Mäßigt auch die Stressreaktion, bildet Kollagen für gesündere Haut und Haare und reduziert somit auch die Anzeichen des normalen Alterns. Weitere Vorteile, noch viele weitere Vorteile, nur ein paar Auszüge noch zu nennen. Energie und physische Stärke. Laminein stimuliert die natürliche DHEA-Produktion, verbessert Ausdauer und Energie enorm, fördert somit eine absolut schnellere Erholung nach dem Training, nach dem Workout und gibt auch eine erhöhte Muskelspannung, Muskeldefinition und Kraft. Und ein weiterer feiner Nebeneffekt, es erhöht die Libido. Und weiterhin im mentalen und emotionalen Bereich hilft Laminein bei der Hirnfunktion und der Aktivität, steigert die Aufmerksamkeit und verbessert Konzentration, unterstützt emotionale Balance, verbessert allgemeines Wohlbefinden, steigert physische und mentale Stärke. Außerdem baut Laminein oder kann Laminein Stress und Spannungen abbauen. Erhaltung eines gesunden Cortisolspiegels. Dazu noch ein kurzes Wort. Es sind jetzt Studien veröffentlicht, die beweisen, dass Laminein den Cortisolspiegel um bis zu 50% reduziert. Cortisol ist bekannt als das Stresshormon. Der ganze alltägliche Stress erhöht unseren Cortisolspiegel und damit den Stress auf unseren Körper, Zellen altern und schwächt unseren Körper somit. Und wie gesagt, in Studien jetzt bewiesen, dass Laminein den Cortisolspiegel um bis zu 50% reduziert.
Auf der anderen Seite hingegen reguliert Lamin auch den Serotoninspiegel. Serotonin ist quasi unser Haupthormon im Körper. Serotonin ist das, kann als das Glückshormon, und wenn wir ein ausgewogen oder wenn der Serotoninspiegel ausgewogen ist oder wird, folgen demnach alle anderen Hormone im Körper und werden ausgeglichen und ausbalanciert. Reduziert physischen und mentalen Stress. Hier nochmal kurz eingegangen auf die Studie, die LPGN beauftragte. Diese Studie, welche die Hypothese über die Effekte von Laminein auf die Reduzierung des Stresshormons Cortisol wissenschaftlich untermauern. Und ganz neu seit diesem Jahr, gerade jetzt Mitte November auf dem Laminein-Kongress in Kalifornien, ganz neu enthüllt. Laminein ist jetzt ganz neu in der 2015er Ausgabe des US-PDA enthalten. Was ist PDA? PDA ist Physicians Desk Reference, ist das Referenzhandbuch, sozusagen die Bibel des Arztes in der Praxis, und ist in jeder Arztpraxis enthalten. Und in diesem PDA sind alle Medikamente, Wirkstoffe aufgeführt und dort auch jetzt Laminein und Laminein Omega. Unten ein kurzer Link, ist auch zugänglich, offiziell jetzt schon die Online-Ausgabe. Und hier ein Auszug aus dem PDA. Wenn ihr einfach auf den Link klickt, könnt ihr euch als PDF diesen Auszug downloaden. Sieht dann so aus. Laminein sind zwei Seiten gewidmet im PDA. Die Seiten 2455 und 2456. Kurz die Seiten im Einzelnen dargestellt. Auf der ersten Seite ist das Produkt und der Hersteller erklärt, die Wirkstoffe, und auf der zweiten Seite dann im Detail die klinischen Studien dargelegt mit deren Ergebnissen. Als kurze Zusammenfassung die Vorzüge von Laminein für uns. Drei Stichworte ausgegeben vom Hersteller: Reprogram, Regenerate und Repair. Die Worte sagen schon, reprogrammiert eure Zellen zum besseren Umgang mit Stress. Regeneriert den Körper für eine höhere Gesundheit und Lebensdauer. Repariert gealterte oder alternde, unbeschädigtes Gewebe und Zellen, die vor Laminein nicht erreichbar waren.